Warum hat Snape nie etwas über Voldemorts Horcrux herausgefunden? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Heute werden wir über Severus Snape, Voldemort und Horcruxe sprechen. Genauer gesagt werden wir darüber diskutieren, ob Snape sich der Tatsache bewusst war, dass Voldemort Horcruxe erschaffen hatte. Voldemorts Schlüssel zur Unsterblichkeit oder auch nicht. Voldemorts Erschaffung von Horcruxen, die wohl eine der dunkelsten und verdrehtesten Formen der Magie sind, begann mit einem fehlgeleiteten Jungen, der sich seines Platzes in der Welt nicht sicher war. Tom Riddle war ein Waisenkind, das von seiner Mutter im Waisenhaus ausgesetzt wurde, bevor er sie überhaupt kennenlernen konnte. Seine Existenz war eine Tragödie und der einzige Grund, warum er überhaupt geboren wurde, war, dass seine Mutter einen Liebestrank bei seinem Vater genutzt hatte. Als die Wirkung des Liebestrankes nachließ, verließ Tom Riddle Senior seine Mutter sofort. Und das bedeutete, dass Tom Riddle sein Leben mit nichts als Einsamkeit begann. Nach Jahren im Waisenhaus entdeckte Dumbledore den jungen Riddle schließlich und brachte ihn an die beste Zauberschule der Welt. Während seiner Schulzeit in Hogwarts war Riddle sehr beeindruckend und zeigte eine unvergleichliche Lernfähigkeit. Er stellte ständig Fragen und wollte nichts unversucht lassen, wenn es um die Welt der Zauberer ging. Es gibt jedoch einen bestimmten Zweig der Magie, der Riddle in seinen Bann gezogen hat, und zwar eine Form der Magie, die er eigentlich nie hätte entdecken dürfen. Bei dieser Magie geht es um Horcruxe, Gegenstände, in die dunkle Hexen und Zauberer einen Teil ihrer Seele eingepflanzt haben. Der ultimative Zweck der Erschaffung eines Horcruxes ist, Unsterblichkeit zu erlangen. Das wirkliche Unheimliche an der Herstellung eines Horcruxes ist jedoch, dass man jemanden ermorden muss, um einen solchen herzustellen. Als er älter wurde und mehr über Horcruxe lernte, begann er, sie für sich selbst zu erschaffen, und schließlich hatte er viele davon. Er war einer von zwei bekannten Zauberern, die Horcruxe erschaffen hatten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt war Severus Snape ein vollwertiger Todesser und ergebener Diener des Dunklen Lords. Angewidert von den Taten der Guten und angetrieben von den Qualen, die er während eines Großteils seiner Erziehung erduldet hatte, wandte sich Snape der dunklen Seite zu und wurde eine von Voldemorts rechten Händen. Tatsächlich war es Snape selbst, der Sybil Trelawney dabei belauschte, wie sie über die sagenumwobene Prophezeiung sprach, und Snape war es auch, der die Nachricht an Voldemort weiterleitete. Die beiden standen sich sehr nahe. Snape vertraute Voldemort und Voldemort vertraute Snape. Aber das änderte sich, als das Leben von Lily Evans in Gefahr war. In Anbetracht der Tatsache, dass Snape so viele Jahre lang zu Voldemorts innerem Kreis gehörte und eine so enge Bindung zu ihm aufgebaut hatte, habe ich mich immer wieder gefragt, ob Snape nicht von Voldemorts Horcruxen wusste. Und wenn nicht, warum nicht? Snape war ein echtes magisches Genie und er wusste mehr über Magie als fast jeder andere Zauberer in der Welt der Zauberei. Er hatte beide Seiten des Spektrums der Zauberer durchforstet, die guten und auch die schlechten Seiten. Und nicht nur das, er war auch ein Meister der Legilimentik, ein Meister des Geistes. Er wusste genau, wie man Menschen liest und wie man ihr Verhalten und ihre Muster analysiert. Wie hätte er da die mächtige dunkle Magie übersehen können? Die Wahrheit ist tatsächlich, dass Snape nichts von Voldemorts Horcruxen wusste. Das liegt aber nicht daran, dass er nicht aufmerksam war oder etwas falsch gemacht hat. Er hat sie einfach übersehen, weil er nicht wusste, was sie waren. Horcruxe sind eine der dunkelsten Formen der Magie und die Zahl der Hexen und Zauberer, die von ihrer Existenz wissen, ist verschwindend gering. Der einzige Grund, warum Tom Riddle das Glück hatte, mehr über Horcruxe zu erfahren, ist, dass Horace Slughorn sein Lehrer war. Und der hatte zufällig einige Informationen über sie. Tatsächlich war Slughorns versehentliche Anleitung zweifellos entscheidend für Voldemorts Aufstieg der Macht. Obwohl Snape tief in die dunklen Künste eingedrungen war, sind Horcruxe nicht gerade ein alltägliches Thema, sogar im Bereich der dunklen Magie. So ist das Tabuthema. Als Hermine nach den Büchern in der verbotenen Abteilung sucht, findet sie in keinem der Bücher Einzelheiten über Horcruxe. Und nur in einem werden Horcruxe überhaupt erwähnt. Außerdem brachte Dumbledore selbst zum Ausdruck, dass er nicht glaubte, dass die Existenz von Horcruxen einem der Todesser bekannt war, von denen einige mehr über dunkle Magie wussten als Snape.
Dann hast du mir 2 Jahre später erzählt, dass in der Nacht, als Voldemort in seinen Körper zurückkehrte, er eine höchst alarmierende Aussage vor seinen Todessern machte. Ich, der ich weiter als jeder andere auf dem Pfad der Unsterblichkeit weilt. Das war es, das er gesagt hat. Weiter als jeder andere. Und ich dachte, ich wüsste, was das bedeutet, auch wenn die Todesser es nicht wussten. Er bezog sich auf seine Horcruxe. Horcruxe im Plural, Harry. Plural, Harry. Die, ich glaube, kein anderer Zauberer jemals hatte. Es handelt sich hierbei um einen Bereich der Magie, der im Allgemeinen unbekannt war, völlig unerforscht. Selbst Lucius Malfoy, ein dunkler Zauberer, der sich in einigen der dunkelsten Formen der Magie vertiefte und damit prahlte, wusste nichts über Voldemorts Horcruxe. Er war ein Experte für magische Gegenstände, doch war er nicht in der Lage, die Eigenschaften eines bestimmten magischen Gegenstandes in seinem Besitz zu erkennen. Tom Riddles Tagebuch. Natürlich wusste Lucius nicht, was das Tagebuch wirklich war. Soweit ich weiß, hatte Voldemort ihm gesagt, dass das Tagebuch die Kammer des Schreckens wieder öffnen würde, weil er es geschickt verzauberte. Hätte Lucius gewusst, dass er einen Teil der Seele seines Meisters in den Händen hielt, hätte er es zweifelsohne mit mehr Ehrfurcht behandelt. Doch stattdessen führte er den alten Plan für seine Zwecke aus, indem er das Tagebuch bei Arthur Weasleys Tochter unterschob. Hoffte er, Arthur in Verruf zu bringen. Außerdem macht es durchaus Sinn, dass Voldemort es vermeiden würde, Horcruxe überhaupt zu erwähnen. Warum sollte er irgendeine Information über die Objekte preisgeben, die seine Unsterblichkeit sichern? Sie zu erwähnen, würde nur die Neugierde wecken und zu weiteren Untersuchungen führen, die seine Position gefährden würden. So sehr Snape auch ein allwissender Taktiker war, an dem man nicht vorbeikam, dürfen wir nicht vergessen, dass Voldemort dies auch war. Er wurde nicht zufällig zu einem der mächtigsten dunklen Zauberer, die je gelebt haben. Wie Snape wurde er durch seine Kindheit voller Enttäuschung und Streit angetrieben, was ihm erlaubte, sich in die Magie zu stürzen, getrieben und unabgelenkt motiviert. Außerdem ist der Zeitpunkt, zu dem sowohl Voldemort als auch Snape Hogwarts besuchten, von größter Bedeutung. Die Sache ist die, der Großteil des Wissens, das Voldemort anfangs über Horcruxe sammelte, stammte tatsächlich aus der Bibliothek von Hogwarts. Wir wissen aber auch, dass zu diesem Zeitpunkt, als Harry nach Hogwarts geht, keine Bücher mehr zu finden sind, die sich mit diesem Thema befassen. Wo sind diese Bücher also geblieben? Wir müssen uns nochmal daran erinnern, dass Tom Riddle in Hogwarts anfing, als Dumbledore noch ein Professor war, was bedeutete, dass er noch nicht die Leitung der Schule hatte. Dumbledore wurde jedoch schließlich Schulleiter und zu diesem Zeitpunkt entfernte er alle Bücher aus der Bibliothek von Hogwarts, in denen Horcruxe erwähnt wurden, wohl wissend, welche Zerstörung sie in den falschen Händen anrichten können. Nun, sagte Hermine, ich habe das recherchiert. Wie? Fragte Harry. Ich dachte, es gäbe keine Bücher über Horcruxe in der Bibliothek. Gab es auch nicht, sagte Hermine, die inzwischen rosa geworden war. Dumbledore hat sie alle entfernt, aber er hat sie nicht zerstört. Kurz gesagt, Snape hatte die gleiche Affinität zum Lernen wie Voldemort. Er hatte als Kind keinen Zugang zu demselben Material über die dunklen Künste, was bedeutet, dass er nie etwas über Horcruxe erfuhr, die schlimmste aller magischen Erfindungen. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.